Ja, wir haben gerade über das Thema Feedback gesprochen, insbesondere in unterschiedlichen Kulturen, wozu natürlich auch Kulturen im Gesundheitsbereich zählen, Krankenhauskulturen, verschiedene Hierarchien. Und ich glaube, das Resümee aus der bunt gemischten Gruppe war, zu sagen, wenn man Feedback bekommt oder erhält, ist es immer wichtig zu schauen, was ist gerade die Situation, hat man viel Zeit, wenig Zeit. Aber langfristig kommt man eben nicht umher, auch hierarchieübergreifend Feedback zu bekommen oder zu geben, ob es jetzt Patienten sind, Kollegen, Mitarbeiter, dass da also viel Feedback, Kompetenz heutzutage notwendig ist.